Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Als allererstes mal möchte ich den ganzen Leuten Danke sagen, die meine Videos bis jetzt angeguckt haben und wo mich sogar abonniert haben, hat mich wirklich sehr gefreut. Jetzt will ich euch mal den ganzen Rest von meinen Filmen vorstellen, da das ziemlich viele sind, fast so viele wie ich euch bis jetzt schon vorgestellt habe, wäre das wahrscheinlich mehrere Videos geben. Unter anderem habe ich jetzt noch festgestellt, sind auch noch ein paar Horrorfilme und so dabei, aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mal gleich an. Hätte mich als erstes. Voll auf die Nüsse, Dodgeball, mit Vince Vaughn und Ben Stiller. Schön noch die alte Auflage mit dem FSK 12 Siegel auf der Rückseite. DVD sieht aus wie so ein Dodgeball. Innen drin hätten wir noch Kapitelwahl. Dann hätten wir hier als nächstes The Wolfman im Extended Director's Cut. Ja, DVD sieht gut aus, da habe ich auch mal die Hülle getauscht, sonst hätten wir nichts. Advente-Cover. Dann als nächstes hätten wir hier den Mexican Werewolf. Das ist die Fassung aus Österreich. Ja, DVD sieht gut aus, ansonsten hätten wir auch nichts. Dann hätten wir hier der Verflucht in der unzensierten Fassung mit der Christina Ricci. DVD sieht auch gut aus, da hätten wir noch Werbung für ein paar Filme. Dann hätten wir hier den American Werewolf. Auch noch die alte Auflage mit dem FSK 16 Siegel auf der Rückseite. Ja, DVD sieht gut aus. Hier hätten wir noch ein kleines Booklet zum Film. Dann als nächstes hätten wir hier den Dread. DVD sieht gut aus. Film Advent-Cover. Dann hätten wir hier der Weiße Killer in der kleinen Hardbox in der Special Uncut Edition. DVD sieht gut aus, sind schon nichts drin. Dann hätten wir hier The Prey Outback Overkill in der Uncut Edition. Film Advent-Cover. DVD sieht auch gut aus. Dann hätten wir hier das Remake von Das Omen. DVD sieht gut aus, sonst hätten wir irgendwann auch nichts. Dann hätten wir hier The Zombieland mit Woody Harrelson. Ja, DVD schlicht. Spar-Maria-Schlicht. Dann hätten wir hier das Geisterschiff der schwimmenden Leichen in der Uncut-Version. Ja, DVD sieht gut aus. Der Wärmetühl getauscht. Dann hätten wir hier als nächstes The Dread. The Judge Dread mit Stallone. Film hat auch Wendecover. DVD auch relativ schlicht. Dann als nächstes der Solomon Kane. Ja, DVD sieht gut aus. Da hätte man wieder so ein kleines Inlay zum Film. Kapitelwahl. Dann hätte man als nächstes The From Hell mit Johnny Depp. DVD auch sehr schlicht, sonst hätte man leider auch nichts. Dann hätte man als nächstes den Ninja Turtles. DVD sehr schlicht und sonst auch nichts, wenn der Cover leider auch nicht. Dann hätte man hier der Wasabi, ein Bulle in Japan mit dem Jean Reno. DVD sieht gut aus, filmen wir da Wendecover. Dann als nächstes der Honig im Kopf. Ja, DVD ist okay. Spar Amari wieder ist nicht okay. Dann die Indianer von Cleveland in der Wild Thing Edition. Ist die alte Auflage noch mit dem FSK 12 Siegel auf der Rückseite.
DVD sieht gut aus, ansonsten hätten wir nichts. Dann hätten wir Leg dich nicht mit Zohan an in der Unrated Version. Ja, die alte Auflage im FSK 12 Siegel auf der Rückseite noch. DVD sehr schlicht, ansonsten auch nichts. Dann Mega Monster Movie. Ja, DVD sieht gut aus, viel mal da Wendekappe, muss ich mir noch wenden. Dann hätten wir hier die Superbulle mit Tom Gerhardt und dem Hilmi Sözer. Ja, DVD sieht gut aus, da hätten wir so ein kleines Inlay, der Kapitelwahl. Dann als nächstes hätten wir den Machinist mit Christian Bale. DVD relativ schlicht, dann schon auch nichts. Pferdefilm Wendecover. Dann hätte er mir aus Kino Kontrovers A Hole in My Heart. Hier so ein Flyer, hinten dran noch ein Booklet. Ich denke, das brauche ich jetzt nicht durchblättern, sonst wären wir gar nicht mehr fertig. DVD ist sehr schlicht. Dann wieder von Kino Kontrovers, der Ken Park. Auch wieder Flyer und Booklet. DVD auch wieder schlicht. Dann hätten wir hier Morgen Illusion mit dem Ausbilder Schmidt. Ja, DVD sehr schlicht, dann schon auch nichts. Leider auch kein Wendecover. Dann Super Troopers. Ist die alte Flamme mit dem FSK 12 Siegel auf der Rückseite. DVD sieht gut aus, da haben wir noch so einen Innendruck und Kapitelwahl. Dann hätten wir hier den Schlappschuss. DVD auch relativ schlicht, dann schon leider auch nichts. Dann hätten wir hier den Autobahnraser. Ja, DVD sieht gut aus, da hätten wir auch so ein kleines Booklet. Kapitelwahl. Dann hätte man noch der 4, wenn Liebe Angst macht, mit dem Mark Wahlberg. DVD sehr schlicht, dann schon auch nichts. Und als letztes für den Part hätte man hier noch den New Jack City mit dem Wesley Snipes. Leider am Snapper Case, aber ich finde, es sieht noch gut aus, gute Halter. DVD sehr schlicht, da hätte man Kapitelwahl. Ja, dann sagen wir danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Part, euer Stone Cold.